ihr Lieben, da sind wir wieder bei Secret of Mana. Folgendes ist passiert, ich bin eben einmal gestorben und hab Robin auf Level 15 gebracht. Problem ist, ich hatte die Aufnahme nicht gestartet und hab geredet und geredet. Ging auch nur 3 Minuten. Macht also nichts. Also ich bin einmal gestorben, hab einmal dieses Wasser eingesetzt und alles ist cool jetzt. Also wir werden diesen Part auf jeden Fall damit verbringen, ein bisschen zu leveln. Und, das wäre ganz cool. Auch Kraftwasser Level 0. Ja, gut. Und auf jeden Fall so ziemlich alles downhauen, was wir können. Robin hat keine Magiepunkte mehr. Ist der eine schon down? Oh, nice. Okay. Dann gucken wir mal, was Raffi so im Angebot hat. Was, wie kann ich helfen? Ich würde gerne einmal speichern. Ja, einmal speichern. So. Und, ich will mal gucken, was es bei dir so alles gibt. Oh, ich glaube, die blaue Federkappe ist besser. Wartet. Eisenhelm. Ich weiß nicht, ob wir den schon haben. Dornweste haben wir auf jeden Fall. Die Ninja-Robe werden wir einmal kaufen. Das Kraftarmband haben wir. Das heißt, wir nehmen die Schlangenkette einmal, zweimal, dreimal und für eine Walnuss wird es nicht mehr reichen. Die kostet 1000 GM. Ich weiß nicht, den Eisenhelm müssten wir haben. So. Den Eisenhelm müssten wir haben. Ich schau mal eben hier in die Rüstung rein. Ja, den Eisenhelm haben wir. Dann nehmen wir uns einmal die Schlangenkette. Und hier haben wir leider nichts für uns, ne? Gut, dann schauen wir mal bei den anderen beiden. So, ja, die Federkappe ist besser. Definitiv. Die Schlangenkette wird auch besser sein, definitiv. Und, hier haben wir leider nichts für dich, Robin. Dann schauen wir mal bei Dori. Dori kriegt auf jeden Fall die Federkappe, die sehr viel mehr aushält. Dori kriegt auf jeden Fall die Schlangenkette, die sehr viel höher gelevelt ist. Und die Ninja-Robe, wow. Also dann ist Dori auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite. Dann würde ich gerne hingehen. Schönes Wetter heute. Wie kann ich helfen? Wir würden gerne verkaufen. Und zwar möchte ich verkaufen das Kraftarmband, das Kraftarmband und das Kraftarmband. Dann möchte ich verkaufen die Kettenweste und die Schlachtrobe, die nicht viel bringt. Und die Puschelmütze. Dankeschön. Und die Haarschleife. Was auch nicht viel bringt. So. Noch etwas? Ja, jetzt will ich nochmal gucken. Gab's auch irgendwas für Foxy? Nee, nee, nicht wirklich, ne? Nee, aber du wirst hier gerade von einem Puschel angegriffen, ne? Warum kann ich mich nicht bewegen? Weil ich Raffi angesprochen habe. Weil ich Raffi angesprochen habe, statt zuzuhauen. Verstehe. So, wir müssen jetzt alle 4 Jahreszeiten ablaufen, aber ich werde jetzt erstmal. Aua. Huch, ich habe gerade den Überblick verloren, ne? Ich werde jetzt erstmal die Zeit nutzen, um ein bisschen zu leveln. So, du bist down. Du wirst auch down gehen. Vielleicht nicht mit dem Schlag, aber mit dem nächsten. Ja, da ist er down. So, da haben wir den nächsten Puschel. Ne, weil ich will mir auf jeden Fall eine Nuss holen, um Robins, ouchie. Um Robins, Magie wieder aufzufüllen. Das ist mir in erster Linie jetzt erstmal wichtig. Ich darf nicht zuhauen, ne? Weil Dori einfach schneller war gerade. Das sind die nächsten. Ich glaube, die respawnen hier einfach, ne? Das heißt, hier ist eigentlich ganz nice zum Leveln. Turbo-Puschel ist erledigt, alles klar. Dann bist du der Nächste.
Ich mache aber auch kaum Schaden, habe ich das Gefühl. Foxy erreicht Level 16. Sehr schön. Respawnen die? Oder waren die nur einfach hier irgendwo im Wald? Nee, die... Oh! Was bist du denn? Ja, das erfahren wir noch, was das ist. So. Dann schauen wir mal. Wir müssten jetzt genügend Geld haben. Oh ja. Dann kaufen wir mal einmal die Walnuss. Die ist zwar sauteuer bei ihm. Normal kostet die ja nur 500. Ne, ich will nichts kaufen und auch nichts verkaufen. Ich will die Walnuss auf Robin einsetzen. Damit wir auf jeden Fall einen vollen Zauber gleich haben. Da fällt mir ein, da wollte ich mal gucken, kann Robin jetzt eigentlich... Robin hat ja ein Level abbekommen. Ja, Robin hat jetzt 13 Magiepunkte. Und wir gehen nach rechts raus. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen auf jeden Fall alle vier Jahreszeiten ablaufen. Das sieht mir nach Sommer aus. Das sieht mir stark nach Sommer aus. Poseidonkröte ist erledigt. Wir werden auch weiterhin auf die Poseidonkröten gehen. Die Eulen werde ich mal in Ruhe lassen. Die Eulen sind nämlich leicht OP, meiner Meinung nach. Die müssten auch hier oben irgendwo sein, die Eulen. So. Na, bist du down? Ne, okay, dich kann ich nicht so triggern. Oh, ein Turbopuschel. Ein Dori erreicht auch Level 16. Nice. Ich kümmere mich mal um den Turbopuschel hier. Ich kümmere mich mal immer noch um den Turbopuschel hier. Hier sind noch keine Eulen. Die kommen erst noch, okay. Also ich will auf jeden Fall so ziemlich jeden Gegner mitnehmen, den ich hier finde. Also so ziemlich, wie gesagt. Ich mache kaum Schaden, ne? Dori macht hier den meisten Schaden. Oh, da ist noch was. Und da kommt wieder der Drache. Aua. Na komm, stirb. Nice, er ist down und du bist der Nächste. Und da unten ist auch schon wieder einer. Springen die aus dem Wasser? Oh, das wäre ein guter Angriff gewesen. Aber das ist er down. Okay, nice. Leute, ich weiß, Secret of Mana ist nicht für jeden was. Es ist ein Spiel, das nicht für jeden was ist, weil es halt auch alt ist, wisst ihr? Aber ich liebe solche alten Spiele. Und deswegen werden die auch Let's Played. Ich würde gern nach oben, wenn ich ehrlich bin. Und da kommen wir in den Herbst. Nice. Läuft doch ganz gut gerade. Oh, und das sind die Eulen. Oh nein. Da ist Dom. Aber Füchse sind die neuen Eulen. Liebe Freunde. Und deswegen können wir Eulen getrost downhauen. Und wie gesagt, jeden Gegner, wenn möglich, mitnehmen. Oh, genau, diese Rätselaura hasse ich. Komm, Robin, hau sie mal bitte alle zu Klump hier. Wäre voll toll. Danke. Und Robin erreicht auch Level 16. Was haben wir denn hier? Komm her. Aua. Federkappe. Okay, oh nein. Oh nein, warum schon wieder auf mich? Aua. Aua. Ach, komm schon. Okay, Poseidonkröte ist erledigt. Und die Eule auch. Und dann würde ich gerne einmal heile, heile Gänschen machen. So. Craft Water. Craft Water. So. Okay. Dann haben wir einmal heile, heile Gänschen gemacht. Hier oben geht's nicht raus. Hergekommen sind wir... Oh Gott, ich bin gerade so erschrocken, ne? Hergekommen sind wir von hier. Nein! Böser Fehler. Nee, nee, nee. Jetzt will ich nicht nochmal kämpfen. Böser Fehler. Hergekommen sind wir von hier. Das heißt, es muss hier oben weitergehen. Kommt, 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 kommt. Es muss hier weitergehen.
So, die Rätselaura. So, und jetzt sind wir wieder hier. Super, okay. Zap, zappizu. Ja gut, dann können wir aber zumindest nochmal zu Raffi, ne? Dann können wir zumindest nochmal zu Raffi. Badada, 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 badada. So, als nächstes dürften wir dann wieder ein Level-Up bekommen. Und weil wir so schnell die Level-Ups bekommen, nehme ich echt an, dass wir... Säureregen, ouch. Dass wir echt ein bisschen unterlevelt sind. Aua, warum hau ich da nicht drauf? So. Okay. Okay, der Turbo-Puschel ist down. Ich würde dann gerne hier mal nach links gehen. Ich mag diesen Vierjahreszeitenwald nicht. Aber noch sind wir hier gut am Leveln. So, hey Raffi. Wir haben eine Federkappe bekommen, die würde ich gerne verkaufen. Verkaufen. Die Federkappe bitte. Die übrig ist. 72 GM gerade mal, du Abzocker. Ja, dann noch kaufen. Ich hätte jetzt gerne mal noch 2 Walnüsse. Einfach zur Sicherheit. Ja, jetzt würde ich gerne noch fix speichern bei dir. Wie kann ich helfen? Speichern. Jetzt würde ich dann speichern? Ja, klar. Im Zapplerdorf. So, ich würde jetzt gerne mal hier nach links raus. Wo kommen wir denn da hin? Sind da die Kanonis? Nee. Aber hier waren wir zum Beispiel noch nicht. Oh, ja, machst du mal bitte. Ich bin mir nicht sicher. Schlammbombe, Juwelenregen? Ich mach mal die Schlammbombe. Klingt am plausibelsten. Nope. Was mache ich denn? Juwelenregen, echt? Nein? Ist es echt ein Frosterzauber? Ist es die Frostwelle? Nein? Dann ist der Säureregen, oder? Hölle? Was soll es denn sonst sein? Der Efeumantel? Oder? Mal, brauche ich hier einen neuen Zauber? Kann das? Kann das sein? Nee. Das kann nicht sein. Ich habe ja einiges auch noch nicht ausprobiert. Wie zum Beispiel den Efeumantel. Nein? Der Energiesog? Auch nicht. What the fuck? What the freaking banana? Jetzt bin ich echt überfragt. Huh. Bin ich echt überfragt, bin ich ehrlich. Ich hau dich down, Mann. Was aber auch sein kann, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Was auch sein kann, ist Folgendes, dass wir mit Dori uns die Steinklinge geben müssen. Und dann den Orb hauen müssen. Das kann sein.
Oder die Eisklinge. Die Eisklinge vielleicht? Wird das jetzt überschrieben? Ich hoffe es mal. Haben wir nicht schon diesen komischen Analysezauber? Nee, Heilaura? Nee, das hätte ich ja gesehen. Da fuck? Ich bin jetzt echt überfragt gerade, ne? Bin jetzt echt überfragt gerade. Warte mal, hier ging's weiter. Komm, lass mal weitergehen. Verpiss dich mal. Ging's hier oben auch raus? Nee, hier oben ging's nicht raus. Ist ja praktisch immer dasselbe. So, dann kommen wir hier in den Sommer. Aua. Komm, lass weitergehen. Lass weitergehen. Aber hier hinten geht's halt auch raus. Oh! Okay. Da sind wir dann doch schon mal eher zu Hause. Minos ist erledigt. Oh Gott, du hast noch ein bisschen was. Schnell, bevor Robin drauf geht. Wir müssen die Minus hier downhauen. Das auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Au. Robin, mach mal Zauber, Zauber. Ich würde gerne aber mal mit dem Juwelenregen draufhauen. Was? Warum? Ich kann nur den einen. Ja klar, jetzt kann ich nur den einen, weil... Jetzt kann ich die anderen beiden. Komm, mach eine Schlammbombe. Nicht draufhauen, Dori. Ah, du hast keine Eis-Dings mehr. Die bringt gar nicht so viel. Können wir vielleicht hier ein bisschen mit, der Frostwelle arbeiten? Oh ja, da schon eher, okay. Sehr nice. Wir haben die Minus hier besiegt. Und dann gehen wir mal. Wo kommen, müssen wir denn hin? Ich werde den Part... Da ist eine Kiste. Lachgas. Na super. Ich bin gezappelt. Ich bin gezappelt! Hilfe! Ich habe gerade echt keine Ahnung, was wir hier machen müssen, ne? Ob wir überhaupt im Vierjahreszeitenwald schon richtig sind? Das ist echt eine gute Frage. Wenn ich jetzt hier zurückgehe? Die Zappler können jetzt wieder in ihr Dorf zurück. Ah, okay, doch, wir waren richtig hier. Sehr schön. Halt, bevor ich mit dir rede, Bertie. Bevor ich mit dir rede, Bertie, will ich erstmal hier die Kiste aufmachen. Weil da wird wahrscheinlich ein Orb drin sein. Also ein, ja doch, Axtorb. Axtorb ist sogar ganz nice. Und da ist auch Raffi. So, was haben wir hier? Clown-Orb. Und noch eine Kiste? Nee. Leider nicht. So, welche Waffe soll erneuert werden? Boris, ja, die Klaue mit 400 GM. Ich hoffe, dass ich die Axt noch erneuern kann. Nee, auch 400 GM. Auch 400. Gut, dann werden wir mal ein bisschen kämpfen müssen, oder? Wie seht ihr das? Wie seht ihr das? So. Aber nicht viel. Uns fehlt ja auch nicht viel Geld. So, ich werde aber nach diesem Part auf jeden Fall mal noch ein bisschen leveln. Vor allem Doris Axt dann. Und guck mal vielleicht, dass ich auf Level 19 oder sowas komme. Das wäre eigentlich ganz nett. Wo kommst du denn her, Turbopuschel? So. Ein Schwertorb könnten wir mal langsam wieder bekommen. Okay, Foxy erreicht Level 17. Nice. das sollte reichen für die Axt. So.
Welche Waffe soll erneuert werden? Ja, die Axt, ne? Okay. Alles klar. Das Schwert wäre eigentlich aber auch schon recht nice, wenn wir das mal erneuern könnten. Aber hier an der Stelle wird es dann jetzt erstmal vorbei sein. Wir können ja gleich mal mit den Zippelzappis reden hier. Im nächsten Part. Aber wie gesagt, im nächsten Part dann. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Nightfox.